Herzlich willkommen von WOMADventure. Ja, diesmal geht's zum Erzaher von Mohammed. Ausgangspunkt. Dann von da geht's zum Erzgaga. Dann über den Lucky Ricky nach Forum Zachi. Ja, die größte Herausforderung ist gewesen, die Flussüberquerung bzw. danach vom Erzaher rüber über den Fluss, also der ist natürlich trocken. Im Fluss selber war kein Problem, aber oberhalb, da sind schon so viele durchgefahren und da ist nur noch Staub, Fisch, Pulver und extrem tiefe Spurrillen und das war vor allem das Problem. Die größte Herausforderung, der schwierigste Punkt, mit einem Truck eigentlich kein Problem, aber mit einem Geländefahrzeug oder mit unseren Fahrzeugen, die haben einfach nicht so große Räder und der Auspuff und was auch immer streift dann am Boden, das bremst dann ab, die Gefahr zum Steckenbleiben ist da am höchsten. Ja, aber wir sind da irgendwie durchgekommen und der Rest war eigentlich gut machbar, eigentlich für jedes 4x4 Fahrzeug. Aber seht selber und viel Spaß beim Schauen. Bis bald! So, ich bin weiter unterwegs mit drei anderen Campern. Und zwar nach Mohammed. Man schreibt das M. Hamid, aber man sagt Mohammed. Wir sind wieder in der Sahara. Wie man hier am Sand sieht, da vorne ist das Dorf Mohammed. Ja, und dann geht's für zwei von uns in den Sand, die anderen fahren wieder zurück. Wir sind gestern hier in Mohammed angekommen und haben hier übernachtet, schöne Gemeinschaft. Und jetzt fahren wir zu den Erzaher, auch Leihondünens genannt. Ich war vor 3 Jahren schon mal da mit dem alten Camper ohne 4x4 von der rechten Seite her. Jetzt aber will ich von der linken Seite herfahren, nämlich da, wo die Pissenkuh durch ist. Ich habe gemerkt, wir sind um einen Tag versetzt ans gleiche Ort gefahren. Ich habe sie leider nicht gesehen und sie mich auch nicht. Ich war, glaube ich, einen Tag früher da. Ja, auf der Map-Aufzeichnung habe ich das Datum gesehen. Schon interessant. Auf jeden Fall, damals wusste fast noch niemand von diesen Erzaher, aber unterdessen ist es natürlich bekannt. Ja, und da nehme ich euch jetzt mit. Ach du Scheiße. Jetzt geht es erstmal über den Fluss. Wir sind schon bereits mittendrin auf die andere Seite. Und ich hoffe, ich finde die Piste immer mal wieder, weil die verliert sich immer. Schauen, ob er ansteht. Nee, alles gut. Jetzt wird es das erste Mal ein bisschen sandig. Ist wieder da. Ja, die verliert sich oftmals, vor allem wenn irgendein Camp ist, dann führt das irgendwie rundherum und dann keine Ahnung. Ja, aber man weiß ja ungefähr die richtige Spur verloren. Wir fahren sozusagen durch einen stillgelegten Acker Camps. Also die ersten paar Kilometer ist eigentlich gut ersichtlich und dank dem Tracking, das ich schon habe, ist es auch einfacher, den richtigen Weg zu finden. Und ihr hört, es hinterlässt Spuren, dieser Staub, der Sitz quietscht extrem. So, da kommt der Holländer mit Zwillingen hinten. Er hat, glaube ich, den Untersetzungsgang, den 1 wäre noch besser.
Wunderbar. Also doch, auch schon touristisch erschlossen. Die gehen zu Fuß, ey, Wahnsinn. Hier regnet, dann ist vorbei, dann will ich da nicht durchfahren, dann ist ein Schlamm im Sand fahren, Nässe, das ist perfekt, aber da niemals. Dafür ist die Landschaft jetzt immer schöner mit diesen Hügeln und Sanddünen, Büschen, aber da ist wie Fisch und dann wieder Sand, dann wieder Fisch, übles Zeug. Also das schaukelt einem richtig hin und her, weil das ist ja, Erde, da war früher mal, jetzt hier nicht, aber viel Garten, Landwirtschaft, da ist aber längst vorbei. Also ich muss sagen, richtig üble Piste, die ersten 10 Kilometer bis jetzt, hey, also eingehoppelt. Ganz viele Löcher und alles ausgewaschen, es ist nicht angenehm zum Fahren. Da drüben bei den Bergen ist übrigens Algerien. Wir sind also nicht weit entfernt von Algerien. Ja, wir haben auch Glück. Eine, zwei sind da schon durch. Heute Morgen, gestern war ein bisschen Sandsturm. Und von daher folgen wir einfach diesen Spuren, weil die führen sicher ans Ziel oder mindestens ja, nicht in die Sackgasse. Wir umfahren dauernd die Dünen. So, mal gucken, ob er unten ansteht. Nein, er steht nicht an. Super. Gut, sagen wir 20 Kilometer ist es ein bisschen besser zum Befahren. Nicht mehr so huckelig. Bis jetzt haben wir die Piste noch nicht mehr verloren und eigentlich gut befahrbar. Und hier weicht sie ein bisschen ab von Tracking, aber ich habe ein neues Tracking, neue Aufzeichnung. Da hinten sind sie, die großen Dünen am Horizont. Kommen der Sache immer näher. Oh.
Wir sind da mittendrin da und es gibt da fester Boden, aber übel zum Fahren. Wir versuchen so weit wie möglich ranzukommen. Mal schauen, ob ich Glück habe. Ja, wir haben es geschafft hierher, war auch nicht so schlimm. Und da war ein Camp, die sind jetzt schon losgefahren. Zwei Stück habe ich nur gesehen. Und wir stehen da hinten. Vielleicht seht ihr es ganz weit. Und dahinter war noch ein Camp, die sind jetzt aber alle weg. Ja, und das ist der Erg-Zaher oder Lion-Dün. Kann man hochlaufen. Ich glaube 530 Meter hoch über Meer halt. Da hinten ist Algerien. Und die zwei frühstücken gerade die Reste von gestern. Sieht aber lecker aus. Da hat es natürlich noch Fleischstücke. Herrlich. Ja, gute Fleischstücke. Haut rein, Mädels. Wir sind in der Wüste. Andele! Ich sag's euch, die haben so Freude an diesem Sand. Wir fahren wieder weiter raus über den Fluss. Das wird spannend, weil da ist Weichsand. So ich mich erinnern mag, ich bin da mal mit dem Rad durch, mit meinem Bike. Ja, und ihr seht überall diese Touren mit Kamelen, sicher interessant. Das ist der Grund, wieso man hierher kommt, weil es einfach nur schön ist. Ja, und hier sind natürlich nicht die Einzigen, da sind die Arbeiter für die Camps voll beladen. Also wir sind auf dem richtigen Weg offenbar. Ein paar Dünen überquert, Abkürzungen genommen. Ah, hier ist eine schöne Piste, das macht einfach Spaß, ein bisschen im Sand und grün. Ja, ab und zu regnet es, aber nicht viel. Und wir treffen hier auf eine Touri-Gruppe, die machen wohl gerade Pause. Karawane für die Touris, statt mit den Autos, mit den Kamelen. Und so war das früher, über hunderte von Kilometern. So, jetzt kommt der Fluss, da vorne geht es über den Fluss, muss da noch Sand fahren. Da seht ihr ihn.
Dschungel. Also diese Spuren sind richtig übel. Ich bin fast stecken geblieben, weil das Differential natürlich ansteht. Jetzt bin ich mal oben durch. Jetzt muss ich mir einen neuen Weg suchen. Ich versuche sie zu umfahren. Was nicht ganz einfach ist. Ja, scheiß drauf, ich habe es umfahren ein Stück. Und jetzt versuche ich da irgendwie durchzukommen mit einem LKW. Dann geht das natürlich tausendmal besser. Das ist Pulver, das ist nicht mal Sand. Das ist sowas von übel. Ich habe es glaube geschafft. Jetzt ist die Frage, ob die anderen da durchkommen. Geschafft. Wir erreichen das Gebäude, wo ich vor 3 Jahren schon mal war, ohne 4x4. Von dieser Seite des Flusses aber, da wäre ich nie durchgekommen. Das war jetzt richtig übel. Hier machen wir dann eine Pause. Hier war mal ein kleines Dorf übrigens, aber seit der Staudamm gebaut wurde, kein Wasser mehr. Die sind alle weg. Das war, glaube ich, der Markt da. So, Pause fertig, wir fahren weiter durch diese Sandsteppe. Ein Wegpunkt, wo man direkt links zum Lakiriki fährt oder rechts zum Erkshigaga oberhalb durch und dann zum Lakiriki. Entschieden, zum Erkshigaga zu fahren und dann zum Lakiriki, also nochmal ein Umweg. Aber hier ist schon lange keine mehr durch. Wir haben die Hauptpiste verpasst. 2 LKW-Spuren habe ich gesehen, die sind aber wieder umgedreht. Und ich bin dann halt einfach diese Spur gefolgt. Und jetzt habe ich schnell einen Kilometer diese Spur abgeflogen. 1 Kilometer. Müssen wir jetzt durch diesen Sand fahren, aber es sah von der Drohne nicht so schlimm aus. Und bis jetzt fühlt es sich auch gut an. Und dann kommen wir wieder etwa zur Hauptpiste. Also wir sind nicht umgedreht, für das hat man diesen 4x4. Und das macht doch auch Spaß im Sandfahren. Also bis jetzt kein Problem. Wie gesagt, nur 1 Kilometer.
Manchmal ist er weich. Die anderen folgen mir. Ach, ist das schön. Also das ist eine Alternativroute. Ich habe sie aufgezeichnet. Wer sie will, einfach melden. Das ist schon ein Kilometer. Jetzt kommt wieder dieser wackelige Boden. Das ist ein absoluter Scheiß zum Fahren. So, das war ein kleiner Ausflug. Wir sind wieder auf der Hauptpiste. Die Trackspuren sehe ich aber nicht mehr. Keine Ahnung, wo die durch sind. Jetzt ist es richtig übel und ein paar Dünen vor mir kommen die Holzhohlen. Oh, die sind aber steil, du. Krass. Mal gucken, ob der Ivo durchkommt mit seinem langen Radstand. So. Schon wieder so eine Fisch, also Pulverpiste, übel zum Fahren. Ey. Also hier fährt schon lange keine mehr durch. Vermutlich gibt es eine andere Hauptroute unterdessen, rechts oder links, keine Ahnung. Schöner Baum, schöner Baum. Also diese Strecke ist jetzt am Schluss nicht ohne, aber interessant. Ich glaube, ich sehe eine Fata Morgana. Ein See mitten in der Wüste, kann gar nicht sein. Vielleicht auch Gestein oder Solar, keine Ahnung. Aber sieht der aus wie Gestein. Was ist das, ist die Frage. Ein See kann es nicht sein, weil der hat ja Wellen. Da muss es Gestein sein. Grauer Stein. Ja. Grauer Sand habe ich auch noch nie gesehen. Wir sind angekommen im Ergsche Gaga. Und hier übernachten wir irgendwo. Neuer Morgen, das war unser Übernachtungsplatz am Ergsche Gaga. Ganz viele Camps hat es da. Ja, wir fahren heute früh weiter, wir haben 65 Kilometer. Piste vor uns, bis vor uns, Zakit heißt es, glaube ich. Und wir fahren weiter bei Sonnenaufgang. Und zwar fahren wir momentan am inneren Ring direkt an den Dünen vorbei. Da ist es sandig, man kann aber auch weiter wegfahren, da ist dann nur Piste. Kilometer um Kilometer ungefähr so her, manchmal eine große Düne, Kuppe, hoch rauf, hoch runter. Steilwandkurve. Gott, ist das schön. Ich habe jetzt meine zwei Partner hinten abgehängt. Ich fahre ein bisschen zu schnell offenbar. Jetzt fahren wir über einen, ja, kann man sagen, See. Angrenzend zum Lucky Ricky. Und da konnte man jetzt schnell fahren. Und auch da wieder links. Jetzt ist die Piste gerade schlecht. Etwa 20 Kilometer später sieht es so aus und schlechte Piste.
geht's da hoch. Und da machen wir Pause. Ziemlich steil, jetzt machen wir die Sperren sicherheitshalber rein. Und schön langsam. Es ist wirklich steil, am Schluss bin ich ein bisschen durchgedreht. Aber all das schafft ein Vario, oder muss er schaffen. Ja, da seht ihr, wie das abgeht. Aber wir sind ja Offroader, also ich habe eine Schwierigkeitsgradstufe. So, der Holländer hat Freude. Alles gut. Jetzt geht es auf einer anderen Piste, weiter vorne, den Berg wieder runter. Ich habe mir das kurz angeschaut, aber nicht von nahe. Ist ziemlich steil, schräg, hat Mulden drin, also es wird eine Herausforderung. Also fahre ich jetzt da mal runter. Also der ist auch abgedreht, die gehen den anderen Weg wieder runter. Ja, muss jeder selber wissen. Ist schon okay. Ja, es war schon sehr steil und dann hatte es Mulden drin und es hatte eine Schräglage. Naja, ich hatte natürlich auch ein bisschen weiche Knie, gebe ich zu. Aber ich bin es auch ein bisschen mehr gewöhnt vom Georgien her. Und es war ja trocken. Wie fährt man das runter? Man tut die Untersetzung rein und tut die Kupplung möglichst nicht treten und so langsam runter. Wenn es zu steil ist, dann muss man sogar sehr langsam, weil wenn man ins Rutschen kommt, dann rutscht man. Spätestens dann muss man die Kupplung loslassen, damit alle vier Räder bremsen, aber auch das ist natürlich gefährlich, wenn er dann ausbricht. Ja, aber ging ja alles gut. Es war für mich jetzt ein bisschen berechenbar. Jetzt habe ich meine Schweizer Fahne verloren, da am Baum. Ja, super, gut habe ich es gemerkt, cool. Wieder mal schöner Ausblick, aber die Piste ist übel, übel. Da vorne ist Forum Zachit. Wir haben es fast geschafft, noch 5 Kilometer bis zur Teerstraße. Heute haben wir 80 Kilometer geschafft. Insgesamt waren es, glaube ich, etwa 180. Ja, war interessant, aber auch anstrengend. So gut wie geschafft. Da ist das Polizeihäuschen. Da fahre ich ja fast in die Stange rein. Ja, das war es wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht einen Daumen hoch, empfehlt es weiter. Und im nächsten Video fahren wir dann über die Berge, über den Atlas, Richtung Meer. Also dann, tschüss.